Ja, Salamu alaikum zum zweiten Teil. Das heißt also, dass die Frau in Anführungsstrichen sich nichts mehr sagen lässt vom muslimischen Mann. Ja? Es wird immer schlimmer, es ist immer ausgeprägt, das ist ein ernsthaftes Problem. Der Westen sagt, ach, der Islam kommt jetzt oder die Muslime kommen auch langsam dahinter, ja, Emanzipation, westliche Einflüsse und so weiter. Aber das ist nicht Islam. Unser Islam hat ein klares Rollenverständnis und es ist wichtig, es ist sogar die Keimzelle, weil daraus kommt die Familie und die Verhältnisse in der Familie. Die Frau hat ihre Rechte, sie hat ihre Pflichten, der Mann hat seine Rechte, der Mann hat seine Pflichten. Aber es gibt ein klares Rollenverständnis. Und wir dürfen uns nicht aufindoktrinieren lassen, dass das Rollenverständnis des Westens das beste Rollenverständnis ist. Denn der Weg, wohin der führt, können wir sehen. Wir können, an den Früchten könnt ihr sie erkennen. Wir können sehen, wohin das führt. Ja? Swingerclubs, One-Night-Stands, Seitensprünge, Seitensprungagenturen, Fremdgehen en masse. Wir sehen, wohin das führt. Wir können also sehen, wenn wir diesen Weg folgen, kommen wir genau dahin. Wir werden die Anfänge machen, bis wir dorthin kommen, wenn wir nicht aufpassen. Denn jeder Mensch ist verantwortlich für seine Handlung. Und wer Fürsprache für was Schlechtes einlegt, ist genauso, als wenn er die schlechte Tat begeht. Die Fitna im 21. Jahrhundert in der islamischen Welt ist gravierend. Für Marokko? Du gehst einkaufen. Glaub mir, lieber Bruder. Glaub mir, liebe Schwester, du gehst einkaufen, du findest Halal Fleisch, Halal Lebensmittel und genau daneben Chinsir, Schweinefleisch, direkt daneben. Danach befragt, ja, wir haben ja auch Andersgläubige. Wa'iyadubillah. Wir haben ja auch Andersgläubige in unserem Land, denen müssen wir auch das anbieten. Ja? Toleranz, Toleranz, Toleranz in einem Punkt, wo man das Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala direkt angreift. Das ist erlauben, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Das ist erlauben, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Oder Alkohol. An jeder Ecke gibt es Alkohol zu kaufen. Es kann sein, du gehst zur Moschee, du willst beten, und es kommt dir ein Besoffener lallend entgegen. Ja, das kann passieren. Ja, der wird auch nicht gezüchtigt oder mitgenommen oder so. Der soll nur, wird vielleicht noch, mach mal ein bisschen Ruhe. Es wird immer einfacher, Alkohol zu trinken und besoffen durch die Straße zu gehen. Immer einfacher. Und Fitna, was die Kleidung angeht. In Marokko, Casablanca, noch schlimmer als was man hier in Deutschland sieht im Sommer. Nicht, dass man meint, das sind jetzt nur Prostitution. Das sind Frauen, die in der Gesellschaft leben, die sagen, ich bin Muslima und laufen rum, wie man sagen würde, ja, um aufzureizen. Selbst wenn sie diese Absicht nicht verfolgen, vielleicht, trotzdem ist das der Effekt. Weil wir haben einen Fitra und die können wir nicht verleugnen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen und er weiß, wie wir sind. Und wir können hier nicht so tun, als hätten wir diese Instinkte nicht. Diese Instinkte werden gezielt erweckt. Die modische Industrie hat sich darauf ausgerichtet. Man sieht, genau wie im Westen oder noch schlimmer. Oder noch schlimmer. Das heißt, wir haben ein großes Problem. Wenn wir dann hier den Islam praktizieren wollen, dann kann es passieren, dass sie in unsere Heimatländer zeigen und sagen, guck mal da. Ja? Und das nimmt Überhand. Und wenn jemand so etwas anspricht, dann sagt man, oh, das ist ein Fundamentalist. Vorsichtig. Das ist ein Fundamentalist. Das ist einer, der tendiert zu Bin Laden und das ist wahrscheinlich einer von der Al-Qaida. Das passiert in unseren Ländern. Genau diese Haltung hat man. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlicher als alles, was man sagt, das können Fitna oder Bid'a-Zustände sein. Das ist die große Gefahr, die Tabuisierung zum Guten aufzurufen. Ja? Dass in Marokko tabuisiert wird, dass man sagt, ihr betet und dann aber sofort nach Hause. Haltet hier keine Versammlung. Ja? Das heißt, die Menschen beten und dann aber nach Hause, sofort. Sobald sich irgendwie eine Gruppe bildet, die sich über islamische Inhalte unterhalten wird, wird zerstreut nach Hause. Keine Diskussion. Das heißt, es wird tabuisiert. Und wir können nicht nur gucken, wo wir hier im Ausland leben, wir müssen auch gucken, was in unseren Heimatländern geschieht. Und das ist eine große Fitna. Und ein großer Dschihad besteht auch darin, dass man einem ungerechten Herrscher, ja,
dass man ihm vorhält, ungerecht zu sein. Und was ist ungerecht? Wer erlaubt, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, ist automatisch ungerecht. Daran können wir einen ungerechten Herrscher sehen. Wir brauchen also nicht zu evaluieren, wie richtet der oder ist er gerecht oder ungerecht nach Empfinden oder nach irgendwelchen Analysen in unserem Kopf, die oder wie auch immer. Es gibt einen ganz klaren Punkt. Wenn er das erlaubt, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, oder das verbietet, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, dann ist es ein ungerechter Herrscher. So einfach ist das. Und so können wir sagen, dass heute in den islamischen Ländern diese Fitna besteht. Ja? Gefährlich ist aber auch wieder die andere Seite. Da müssen wir auch aufpassen, dass uns der Iran nicht auf der rechten Seite überholt. Auf der langsameren Spur überholt. Ja? Indem sie sagen, wir haben hier ja, Schweinefleischverbot und strikte Einhaltung und so weiter. Und dann implizieren und infiltrieren sie die falschen Lehren. Die falschen Lehren, ja, zum Beispiel, dass sie die Sahaba verfluchen, beleidigen, dass sie die Mutter der Gläubigen, die Frau des Propheten Aisha radiallahu anha beleidigen und das als ehrenhaft betrachten, dass sie Ali radiallahu anhu als Propheten ausrufen oder ihn so aufwerten und so weiter und so weiter. Dass sie sagen, nur der Mahdi bringt den vollständigen Koran, dass die Imam und das Imamat Stellenwert hat wie Propheten. Die infiltrieren diese ganzen Punkte rein, weil sie sagen, schaut doch mal da. Schaut mal auf die Länder, die sind alle modern, die haben sich abgewandelt. Und das gibt natürlich den Schiiten unglaublich viel Zulauf, der mittlerweile nicht zu unterschätzen ist. Wir können nicht sagen, dass die Schiiten marginal sind. Sie werden immer stärker. Das ist eine Gefahr, weil sie auch viel, viel vermengen. Sie vermengen viel. Ja, das nennt man Infiltrieren. Das nennt man Infiltrieren. Und dementsprechend haben sie auch ihre ganze, von ihrer Seite, ich rede jetzt nicht von der sunnitischen, ich rede von ihrer Seite, die ganze Imam-Mahdi-Ideologie aus der schiitischen Seite haben sie schon längst in unseren Glauben infiltriert. Und glaub es mir, Muslime, die Sunniten, die Sunna folgen, sie trällern das, was die Schiiten sagen, schon nach und denken, das gehört zur Wahrheit. Und das ist ein großes Problem. Das ist die große Fitna. Deswegen ist es ja auch so wichtig, gegen die Schiiten zu debattieren. Nicht nur aus Luxus, was viele ja Muslime auch hier auf YouTube richtigerweise machen, sondern weil man dann eben Verwässerungen hat und nicht mehr erkennt. Und dann ist ihr Hauptargument, schaut doch mal in eure Länder. Schaut doch mal dahin, was da los ist, den Fitna. Und so wird man geködert. Und dann sagt man, ja, hier, Euro-Islam, verwestlichter Islam und schaut mal in eure Länder, guckt mal hier, was wir machen und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, wir müssen insgesamt dafür sorgen, dass wir individuell, ja, wir leben ja hier nicht in einer islamischen Gesellschaft, aber individuell, das heißt in den Familien, dass wir uns nicht einnehmen lassen, sondern dass die islamische Ordnung innerhalb der eigenen vier Wände, wo wir hier leben, eingehalten wird. Und dazu gehört das Verständnis der Rolle der Frau. Das Verständnis, das islamische Verständnis. Und nicht, dass man anfängt, sich von den Orientalisten einlullen zu lassen, die dann ihre Leute ausschicken und sagen, ja, der Prophet Mohammed, der war doch sehr, sehr fortschrittlich. Wir wissen das, wir brauchen uns von denen das gar nicht sagen lassen. Sie verfolgen nur eine Intention, uns zu adaptieren an die westliche Lebensweise. Und dann kommen sie und sagen, die Frauen haben ihre Rechte. Und das wissen wir. Aber das Rollenverständnis darf nicht tangiert werden. Das sind zwei Paar Schuhe, die aber vermengt werden. Denn aus den Rechten, die selbstverständlich sind, die aber sozusagen überwertet werden, dass sie in das Rollenverständnis hineinfließen und auf einmal hast du keine islamische Frau mehr, sondern vor dir hast du einen Mann. Ja, einen gleichberechtigten Mann. Und diese Ehe geht nicht gut. Ja? Diese Ehe geht nicht gut. Sondern nur die islamische Ehe geht gut. So wie hier im Westen die Ehe zu Brüche gehen, so werden auch unter Muslimen die Ehe zu Brüche gehen, wenn nicht das islamische Rollenverständnis beachtet wird. Keine Chance. Mit aller Deutlichkeit, keine Chance. Es sei denn, das ist nur eine Ehe der Duldung. Ja? Sabr und fertig. Aber innerlich brodelt es bei dem Mann. Aber Sabr. Und das ist nicht der Sinn der Ehe. Ehe soll harmonisch sein und die ergibt sich
in dem automatischen Verständnis der Rolle. Das ist meine Rolle, das ist deine Rolle. Das ist deine Domain, das ist meine Domain. Ich habe auch meine Rechte, ich habe auch meine Pflichten. Ob ich Ärztin bin oder Bankerin bin, aber wenn ich zu Hause bin, bin ich islamische Frau. Und das ist mein islamischer Mann mit dem Rollenverständnis. Und nicht, dass eben man meint, das dann auch in die eigenen vier Wände zu tragen. Und dann haben wir ein ganz großes Problem, was der Westen erlebt hat. Dann ist nicht mehr Mann und Frau Partner, sondern sind es Gegner. Wie heute im Westen, die sind Gegner. Die sind Gegner. Ja, nicht ein Mann in einem Interview, sei er prominent, sagen wir mal Thomas Gottschalk als Beispiel. Ich nehme das jetzt hier nur als fiktives Beispiel, um zu zeigen, was für Auswirkungen das hätte. Wenn der nur sagen würde, ja, das traditionelle Rollenverständnis der Frau sollte wieder nach vorne gebracht, alles Schwarzer würde Amok laufen, ja, würde den angreifen ohne ihn. Das heißt, die sind ja so sensitiv auf diesem Bereich, weil sie sehen den Mann nicht mehr als Partner, sondern als Gegner. Wehe, wehe, ja. Wir verlieren ein Millimeter an unseren Rechten gegenüber dem Mann. Da müssen wir für kämpfen. Das heißt, das sind Gegner, die sich auf der Lauer stehen. Und mittlerweile im Westen ist es auch so, dass der Mann das erkennt und sagt, ja, sind uns ganz schön die Rechte flöten gegangen. Ja? Nur, dass eben die Männer das nicht zugeben wollen und dann das innerlich behalten. Aber rede mal mit denen. Ja, so manche Dinge, die bei euch im Islam sind, wären nicht schlecht, wenn die bei uns auch so wären. Hätte ich mit meiner nicht so viel Probleme, etc., etc. Ja? Es geht hier nicht um das sogenannte, ja, markierte chauvinistische Weltbild, sondern es geht darum, dass wir immer begreifen, wir sind Muslime und wir haben unsere Werte und das sind nicht Traditionswerte, sondern das ist das Rollenverständnis des Islam, dass wir begreifen müssen, die Frau hat ihre Rechte, aber was zum Beispiel in meiner Heimat läuft, ja, dass eine Anpassung an die westliche Welt erfolgt, ja, dass man immer mehr Frauenrechte gibt, das komplette Scheidungsrecht komplett umstrukturiert, hat also mit dem, was im Koran steht, gar nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr. Ja? Im Koran steht eindeutig, dass der Mann, wohlgemerkt, wir richten uns nicht an irgendeinen Mann, sondern es geht um den gläubigen Muslim, der den Koran befolgt, dass er hinsichtlich Scheidung das letzte Wort hat. Ja? Das können wir heute vergessen in Marokko. Das ist eine ganz andere Situation. Alles wurde verändert, aber das meint man, das wäre modern, aber das führt in die absolute Fitna. Dahingehend, dass die Frau sich dann natürlich auch andere Sachen herausnimmt und sagt auch die Kleiderordnung, ja, schaut euch Fernsehen an, schaut euch Dösem an, schaut euch Radio Television Marokko an, international, schaut euch die Werbung an, ihr werdet euch wundern, ja, und schlimm ist es, und dann sollte man Alarmzeichen haben, wenn man so etwas ansieht und es nicht mal mehr bemerkt, und sagt, das ist normal, dann wird es schlimm. Dann hat man sich schon vom Westen einnehmen lassen, dann ist man im wahrsten Sinne des Wortes innerlich wunderbar integriert. Wenn man das nicht mehr erkennt, wenn man nicht sagt, guck mal, wie die gekleidet ist. Ja, ich bin doch hier im marokkanischen Fernsehen, guck mal, wie die gekleidet ist. Wer das nicht mehr sagt, sondern es einfach so annimmt, dann hat schon eine große Gefahr, eine große Fitna begonnen. Das sind Dinge, die wir dringend beachten müssen. Dass wir uns nicht hier etwas vormachen lassen und sagen, der Westen ist hier das Ideal und dem müssen wir nacheifern. Aber es geht auch nicht, dass die Frauen, die dem nacheifern, ja, die auch äußerlich das zeigen, sagen, ich bin trotzdem eine Muslima, um andere wiederum in die Irre zu führen. Andere, guck mal, die macht das doch auch, dann mache ich das auch, sie bezeichnet sich doch auch als Muslima, also geht doch der Weg auch, ich finde den Weg auch in Ordnung. So geht das nicht. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nicht tausend Wege, es gibt ein Gesetz. Es gibt einen Weg und das ist zu befolgen. Und das sind die Rahmenbedingungen, wie sie im Koran stehen und wie sie in der Sunna, in den Hadith erläutert sind. Die Gesetze im Koran sind erläutert, Alhamdulillah, damit niemand in die Irre geht und damit niemand was Falsches interpretiert oder nur seinen Neigungen folgt. Denn wenn er dies tut, begeht er auch Schirk. Dann nimmt er nämlich seine Neigung zum Gott. Und das ist es, was wir dringend beachten müssen und auch prägen müssen und uns dessen auch nicht schämen müssen. Und dass wir auch begreifen müssen, dass es nicht hierzu irgendwelcher Diskussion bedarf, was das Rollenverständnis von Mann und Frau angeht. Dieses ist fixiert. Dieses ist unantastbar. Dieses ist im wahrsten Sinne des Wortes ein islamisches Prinzip, das unantastbar ist. Und wer dieses anfängt anzutasten, automatisch geht er in die Richtung von Schirk, weil er dann den Frauen das erlaubt, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verboten hat. Und das ist eine Sache, die ist gefährlich, aber leider geht die komplette Umma, viele Länder, die sich islamisch nennen, genau in diese Richtung.